Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Fortuna Köln, ganz in Rot, von rechts nach links in den ersten 45 Minuten. Ein wenig zu weit, dankbar für Ron Meyer, der versucht es dann schnell zu machen. Mit Klefisch vorne, Marc Klefisch kann sich durchsetzen. Und wir sehen die größte Chance im Spiel. Und die hat der FC Lippe-Bick. Große Möglichkeit für die Fortuna. Der Deutsch-Kroate, da ist er wieder am Ball. Und da ist es fast passiert. Marvin Mika ein bisschen überrascht, dass ihm der Ball vor die Füße fällt. Wir schauen direkt nochmal drauf. Batterio kann da unbehelligt flanken. Dann kommt Hühne nicht hin und Mika ist überrascht. Kriegt keinen platzierten Abschluss mehr zustande. Wilms mit Klefisch. Oh, da setzt er sich gut durch. Und die Parade von Felix Bühr gegen Timo Braun. Den Siegtorschützen aus der letzten Woche, der sich da super durchsetzt gegen Jonas Scholz. Also fast im Gegenzug die Führung für Wigberg. Stanilevic. Batterio. Klasse Ball und klasse Abschluss und eine noch bessere Parade von Ron Meyer. Schau mal drauf, Marvin Nikavas mit dem Abschluss Batterios, Ball ist super, dann ohne zu gucken, sofort der Abschluss von Marvin Nika und Ron Meyer ist zur Stelle. Das ist eine durchaus lukrative Entfernung und Distanz, den kann er mal direkt versuchen. Den kann er aber auch scharf vors Tor bringen. Angelo Langer wählt eine ganz andere Variante. Udimbo am zweiten Pfosten. Die Chance. Und dann ist es abseits. Gucken wir drauf. Udimbo chippt den rein. Der Kopfball von Scholz. Und dann ist Ron Meyer zur Stelle. Ordentlicher Ball. Breitfelder. Da ist er, der neue Mann. Leon Demay. Udimbu. Ernst. Steinkötter mit dem Chill. Passiert. 71. Minute. Dem gallischen Dorf ist der Zaubertrank ausgegangen. Und was für ein schönes Tor von Justin Steinkötter. Platz beim letzten Duell beider Teams. Gab es 1-2-0. Und jetzt gibt es fast den Ausgleich. Das war Yannick Leersmacher mit der größten Chance seit langem für Wigberg Beek.
Eckball verlängert auf den zweiten Pfosten und dann kriegt Leersmacher den nicht mehr gedrückt. 95. Minute. Spent Hasani. Felix Bühr mit einer Faust. Das Tor ist leer. Nochmal Post. Norman Post. Das war's. Fortuna Köln rettet das 1:0. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt's ein ganz tolles neues Video von uns. Und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.